Hallo Leute, hier sind wieder MacChristo 2051 und Varuna MC und der Golem, den Varuna gebaut hat. Na, einer von fünf. Einer von fünf. Ich hab's noch nicht hingekriegt. Auf dem Hauptbild am Anfang ist nur der eine. Jawohl. Ich hab's hingekriegt, das war ganz einfach. Ich hab den falschen Core eingebaut. Ich hätte einfach den ersten Core, den ich überhaupt machen kann, nämlich hier den Getter Core, den hätte ich einbauen müssen, damit der, wie so wie jetzt, irgendwo hinlatscht, irgendwas aufsammelt. Warum ist hier? Ach so, okay. Bestimmt der Gava Core. Gator? Den Getter. Schreibt man das mit E oder mit A? Mit A. Oh, dann ist es kein Getter. Sei ruhig. Ja, ja, Maviar wird sich freuen. Maviar. Der Getter Core. Vielleicht sollte ich das in die Beschreibung machen. Varuna und sein Getter Core. Der Getter Blaster. Ghetto Blaster. Von der Schreibweise. Egal. Ja, auf jeden Fall, die Golems hier außen, die bauen ab. Und pflanzen neu. Der hier sammelt auf, haut es alles in die Kiste. Und damit aus der Kiste auch was Sinnvolles wird, habe ich mir überlegt, bauen wir jetzt noch eine Automatisierung für Brot. Hm, cool. Ja, weil sonst muss ich das immer craften und selber in den Ofen legen und darauf habe ich keinen Bock. Wie zu faul auch noch, schäm dich. Ja, so ein bisschen. Du wolltest mir noch zeigen, wie der komische Ding da, Cycling Assembler funktioniert, aber ich glaube, das kriege ich hin. Ja, wenn ich guck erstmal, ob ich es hinkriege. Und wenn nicht, dann musst du mir helfen. Dann schreist du laut Hilfe, Hilfe. Exakt. Dann komme ich vorbei, erschlage dich und Problem erledigt. Oder so ähnlich. Ich wollte unserem ME beibringen, dass es Pyrotheum craften kann, aber dafür muss ich das erstmal herstellen. Noch was bereit machen dafür. Schematik, genau. Also wir haben irgendwo eine Blaupause. Die sollten wir einfach überschreiben können. So. Ein Itemfilter brauche ich. Du brauchst das auch welche, ja? Ja. Aber ich habe hier irgendwie das Zuckerrohr geklaut, hast du gesagt. Ach so, ein bisschen. Warte mal, ich hatte auch noch ein Papier. Upgrade die natürlich. Ist ein was gewachsen. Mach das B-Space Upgrade. Das natürlich kein Backspace Upgrade ist, was mir einfach mal irgendwann eingefallen ist, wo sich maybe R beschwert hat, dass ich wieder für einen Stuss labere, aber es klingt halt so ein bisschen so. Ich bin zumindest sicher, dass es genauso abgekürzt wird. So, jetzt haben wir hier die Fässer. In eines soll Kohle. Irgendein Schlauberg hat hier die ganze Kohle rausgeholt. Okay, so, wir haben 33 Blätter. Kohle drin. Bobby Dolly ist noch da. Jawohl. Dann kann man das nämlich hier hin dollyen. Die DSU kann ich nicht abbauen. Wir hatten da 23 Caldrons gebaut. Okay, rat mal. So, jetzt kann es wieder mehr Kohle werden. Ich habe die DSU mit der Kohle mit dabei. Gehen wir in den DSU-Turm. So, gucken wir mal, wo noch ein bisschen Platz ist. Da schon was drin? Nein? Sehr schön. Ich find's gut, dass du endlich mal im Eva bzw. im Deep Storage weitermachst. Ja, muss der Lock stehen, damit es gelockt ist. Okay. Lock mal Zeit. Ach, dann habe ich natürlich Itemfilter. Gessen. Hast du jetzt auf einmal Papier herbekommen oder was? Da war Zuckerrohr gewachsen. Ah, okay. Langsam. So schnell kann's gehen. Eben ewig gewartet, jetzt war's da. So. Aber diese Shortcuts mit den Anchors sind einfach saugeil. Ja, dass du einfach mit dem Anchor dich mal hin und her teleportierst und nicht dann noch 100 Jahre wartest. Ja, das auf jeden Fall. So, hier soll rein oder Latsch. Nur Getreide. Keine Peanut. Ich glaube, du bist nicht allergisch. Jetzt müssen wir aber oben mal. Machen wir oben mal das Fass.
Dann weiß er nämlich nicht mehr, wo er das Getreide hin tun soll. Dann bleibt es in der Ender Chest und wird von der Ender Chest. Die muss ich noch umstellen. Wir haben ein bisschen Kohle mit mir. Dann wird nämlich die Ender Chest. Von der Ender Chest wird das Zeug dann rausgesaugt in den Assembler. Wenn es klappt. Immer noch Schwefel. Auch nicht praktisch. Unpraktisch. Ah ne, da wird es sowieso rausgesaugt. Dann ist das. Wir brauchen jetzt nämlich nur. Gucken wir mal da rein. Das funktioniert schon. Irgendwas zum Heizen. Zum Brennen. So, hier. Ich habe mal gerade gesagt, so gibt's Kohlestaub. Und das Rezept gibt's jetzt hier rein und dann können wir uns einfach mal ein bisschen Kohlestaub herstellen lassen, wenn wir das brauchen. Was für ein Ofen ist denn sinnvoll? Wofür? Na, um mein Brot zu brennen. Relativ schnell sind die Redstone Furnace Resonant mit allen Speed-Upgrades, die der MMI bereits machen kann. So viel brauche ich, so schnell muss es auch wieder nicht sein. So, auf jeden Fall kriegen wir jetzt ein bisschen Kohlestaub. Redstone Furnace? Nee, Pulverizer natürlich. Cool. So, und jetzt brauchen wir die Kohle. Schwefel, ich bin mir sicher, ich habe da vorne auch einen Schwefel. Du bringst mich auf eine Idee. Das mache ich vielleicht auch noch, wenn die Zeit reicht. Schwefel, sag mir doch bitte, ich habe irgendwo Schwefel, Glowstone. Da waren vorhin so. Ah, hier. Gold. Ich das echt nur so? Ich dachte, das wird irgendwo mit ausgesiebt. Nee, so will ich es nicht herstellen. Aus den Dingern auch nicht. Kohle, Sägemühle. Haben wir noch Bricks? Nein. Wir nicht nur als Nebenprodukt. Krass. Glaube ich, alle Bricks vernietort. Dann sollten wir vielleicht mal noch ein paar Dings-Upgrades machen. Upgrades. 10%, 11% Chance. Wolle, orangene Wolle, Bronze. Ich glaube, Bronze habe ich ja nicht hier drin. Da wären ja noch welche gewesen. So. Oh, Haustür. Ja, wir sind mitten in der Aufnahme, aber ich muss an die Haustür. Es ist unglaublich wichtig. Das könnten die neuen Computerteile sein. Tata. Bis gleich. Das schneide ich dann bei mir raus. Sag mir mal die Uhrzeit. Merk dir die bitte. Bis gleich. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch doch. Wenn doch, dann wird man gleich, glaube ich, die Aufnahmen nicht weitermachen. Wir wollten eigentlich noch ein paar aufnehmen, weil wir die nächsten Tage auch wieder beide sehr eingebunden sind. War das der Richtige? Ja. Redstone brauche ich noch. Ich werde auch gleich noch ein Ding bauen. Wie heißt er? Das, was er gerade gesagt hat. Pulverizer. Und dann kann ich da nämlich gleich das Zuckerrohr verarbeiten. Dann kriegt er noch weniger. warte mal. Wir gucken mal gleich. Oder haben wir da noch einen in der Maschinenkiste? Aber ich glaube, ich habe keinen gesehen. Nee, brauchen wir wahrscheinlich wieder so eins. Bulver. Dann haben wir das nämlich soweit automatisiert, das wäre ganz cool. Kisten. Okay, das ist ja quite easy hier. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, warte, aber ich krieg's zusammen. Nochmal zwei von denen. Bin wir da. Und. Sorry, das war wichtig. Wer war's? Könnte ich schon fast ein Unboxing-Video machen. Na, war es oder war es nicht? Ja, wann ist mein Päckchen?
Ich mach's gerade noch schnell auf und gucke, was drin ist. Dann müssen die Zuschauer jetzt leider warten, also auch meine. Aber ich bin neugierig. Wirst du wohl wissen, was du bestellt hast? Ja, aber die haben gesagt, es könnte sein, dass nicht alles direkt vorrätig ist und sie nur Teile liefern. Das ist ja, ja. Okay. So, was brauche ich noch? Ach, zwei von denen. Aber sieht gut aus, warte. Ein größeres Päckchen, Motherboard. Ach, ein schöner neuer Prozessor und ordentlich RAM. Kann man sich nicht beschweren. Damit werde ich mich später oder die Tage beschäftigen. Je nachdem, wann ich Zeit habe und es mir erlauben kann, mal drei Folgen nicht zu machen. Kruschel. So. Quatsch beiseite. Ich bin wieder da und wir bauen weiter. Ich brauche. Wie gesagt, innerhalb der nächsten Tagen und Folgen könnt ihr eine hoffentlich erhöhte Qualität meiner Videos erwarten. Haben wir Flint schon in der Nähe? Müssten drin sein. Ach, die Rockwool brauchen wir noch. Scheiß Rockwool, da war doch was. Ist nicht drin. Dafür brauchen wir diesen anderen Krams. Hier noch, bei den alten Fässern. So, war Minute 8 irgendwas bis Minute 10:30. Gut, danke. 8 irgendwas bis 10:30, das notiere ich mir noch schnell. Hä? Warum geht das jetzt nicht? Wie gesagt, bei mir im Video ist das ja nicht drin, nur dass ich mich drüber freue, dass ich das hier ausgepackt habe. So, wir brauchen Slack. Und Slack ist gar nicht so einfach zu bekommen. Obwohl, doch, ich muss einfach Sand mit... Ja, keine irgendwelchen Schammers brennen. Das ist ja doof. Das muss ich mal alles selber craften. Hauptsächlich mit Ores. Okay, das werde ich irgendwann mal gucken, wie ich das automatisiere. Jetzt mache ich das einfach anders, indem wir, keine Ahnung, Tiny manuell hier reinhauen. So. Hau. Fertig. Jawohl. Oh. So, wir haben die zwei Teile und das. Dann brauchen wir nochmal von dem Ding, was McFisto nicht wissen darf, was. Oh, versucht er mir was zu verheimlichen. Mir egal, guck mir einfach deine Folge an. Oh. Ja, das ist dann okay, dann ist es schon gebaut. Jodler. Ja, ich mach dir noch ein bisschen Papier. Ich bin gerade mal so höflich. Du bist höflich. Obwohl, nee, warte, unhöflich sein wäre meine Aufgabe. Er ist da in dem Crafting Table mit Kuchen. Cool, danke. Ah, warte, ich brauche noch ein Stromkabel und ein Item-Conduit. Ah, Viertel Chance und es kommt nichts raus. 17 Slacks. Ich habe ein bisschen Sand verbrannt. Du, wir müssen ihn verhauen. So, wir haben Rockwool, endlich. Lässt sich auch durch Energie und Sand herstellen. Dann haben wir mal den Furnace dran. Der kriegt von rechts zurück. Und haut nach hinten raus. Er haut nach hinten raus. Klingt so ein bisschen wie ein Pferd, das austritt. Dann kommt das hier noch dahin. Oh, wollte er mich verarschen. Kryotheum. Okay, das mache ich jetzt nicht. Das sind mir zu viele Upgrades. Aber die anderen kriege ich hoffentlich irgendwie in die Maschine. Ich brauche das nicht und das nicht. Und obwohl... Ach, dann muss ich halt die Dinger manuell rauspumpen. Was soll's. Das ist jetzt ein bisschen von der Konfig. So, damit haben wir plus 33% Zusatzoutput. Das sollte eigentlich klappen. Das heißt, wenn ich jetzt noch mehr Kohle herstelle, dann brauchen wir noch zwei Item-Handel.
eine 25% Chance. Ich würde sagen, wir stellen lieber zu viel Scheiße her als zu wenig, oder? Ja. Vielleicht. Guckst du halt mal. Das heißt aus. Nee. Ich nehme einfach das hier. Brauchen wir ja sowieso nicht. Behaupte einfach, aus 8 Kohle kommt ein Schwefel. Und dann gucken wir mal, wie weit das funktioniert. Bisschen muss man noch konfigurieren. Und zwar so. Das macht man anders da. Das macht man weg. So, jetzt gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Wir müssen oben noch mal was entfernen. Wir das so ein bisschen da machen. Kommen 8 Kohle, Pulver und ein Schwefel. Oh, haben wir schon weg. Haben wir schon weg. Also passt. So, jetzt kommt das mal hier rein. Das ist rausgezogen worden. Und jetzt gucken wir, ob es da hoch geht. Es geht hoch. Es ist um 2 hochgegangen. Jetzt machen wir das nochmal hier rein. Rausgezogen wird. Und hier steigt. Jawohl, automatische Brotproduktion. Gratuliere, ist sehr kompliziert. Ja, hallo, für mich schon. Ich bin ja eher der Bauer. Also, ich weiß, du bist der schöne Bauer und ich bin der Maschinenmacher. Das hat sich jetzt doof angehört, aber wir könnten es auch Bilder nennen. Brokkoli. Kann man die Golems noch ein bisschen was anpflanzen lassen? Und weißt du, was ich noch hab? Hm? Eine automatische Zuckerfabrik, Zuckermanufaktur. Das ist natürlich sehr gut. Ja, damit du nicht zu deinen Sachen kommst. So. Ich habe jetzt so viel gemacht und immer noch nicht das, was ich eigentlich wollte. Und das ist immer sehr sinnvoll. Ich wollte doch eigentlich nur Pyrotheum Dust machen. Da damit beginnen. Aber wir haben jetzt immerhin hoffentlich automatisch Schwefel. Oh nein, Blaze Powder brauchen wir auch noch. Ach, haben wir. Blaze Powder haben wir noch einen Stack. Entscheiden. Der macht hier wirklich, ne? Der macht gut Mehl. Furnace haut es durch. Perfekt. Sehr schön. Stolz auf das mich. Kommt einfach nur in das Gerät rein. Puff. Ich kann jetzt sagen, ich hätte gern Pyrotheum Dust, 100 Stück. Und dann klappt das auch sehr schön. Hier sehen wir, dass das überall hergestellt wird. Und schon fertig ist. Ah, hier, Konduitwasser. Und das Ganze mache ich ja nur, weil wir endlich Enderium machen wollten. Enderium. Wir müssen mit der Basis anfangen. Zinn, Silber und Platin. Platin, Silber, Zinn. Perfekt, was will man mehr? So, alles schön klein gehalten. Das erste Mal, dass ich so einen Cyclic Assembler benutzt habe. Hat aber geklappt, das ist sehr schön. Ja. Ich bin fast schon Profi. Ja, der ist ja, ohne es böse zu meinen, Gott sei Dank leicht einzustellen. Ja, muss ich echt sagen. Wir könnten auch mal wieder Lootbags öffnen. Ja, das sollten wir nächste Folge machen. Warum nächste Folge? Fangen jetzt schon mal an. Wie denn da? Blödes Scheißding, sorry. 29 Stück. Na, da bin ich eine Weile beschäftigt. Ein Silber und ein Platin ergeben 4 Enderium. Das Ganze hätte ich gern 3-mal. Und dann müssen wir gucken, wie wir das alles einsortieren. Was brauchst du? Enderium-Ingot? Ich mache gerade Rezepte, um Enderium-Base herzustellen. Hubala. Ein Ingot habe ich.
Und dann müssen wir hier natürlich mit den Filtern arbeiten. Denn... Was? Wie was? Zwei Witter-Skelettköpfe. In Silber Shiny. Hallo, geh weg. Was? Was soll denn das? So. Zurück. Kurzer Absturz. Kompletter Launcher war weg. Jupp. Bei mir alles zu sehen und alles drauf. Ja. Hier haben wir ein paar Mobs, die kann man mal ein bisschen prügeln. Sind eigentlich da Fließbänder drin? Nö, ne? Hast keine Fließbänder, die Monster verloren. Nee, da ist keine reingemacht. Das ist ja nicht so weit. Da haben wir hier... Oh, deswegen Mobs drin. Das ist ja cool. Wie hoch kommt man denn eigentlich hier? Kommt man irgendwo raus? Ja, so cool ist es nicht. Ist aber egal. Ne, man kommt nicht raus. Und nicht mehr in deinem Haus, war das doch irgendwo diesen Balkon, gibt's den nicht mehr? Nee, schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. Den habe ich schon vor ein paar Folgen abgerissen. Ah, ist mir nicht aktiv aufgefallen. Ich habe ihn gerade aktiv nochmal gesucht. Ja. Dein Aluminiumbalkon am Wollehaus. Weil jetzt habe ich gerade die Werbung von der vom Aufnahmeprogramm zugemacht. Jetzt habe ich gleich mal 30 FPS mehr. Ist ja interessant. So, ich habe hier so ein paar gelbe Dinger in der Hand. Die mache ich das nächste Mal wirklich auf. Genau, damit machen wir die nächste Folge dann. Können wir nochmal damit starten. Du hast Zeug getötet, aber das Zeug nicht eingesammelt. Ja, das ist nur Schammers. XP, nehmen wir mit. Er hat keinen Magnet gehabt. Noch 20 Säcke übrig, cool. Oh, ich habe ein bisschen welche rausgenommen. Hast schon? Cool. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir dort nächste Folge weiter, oder? Ja, können wir machen. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Schaut bei Mephisto2051 vorbei. Und natürlich bei Verona MC, dessen PC gerne abschmiert. Na, im PC war es ja nicht. Ja, vielleicht solltest du dir neue Computerteile kaufen. Nö, hab ich keinen Bock. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, Leute. Ciao.